Wir müssen es auch intern anders aufstellen. Wir brauchen ein zentrales Controlling. Wir haben im Moment kein zentrales Controlling, das den Haushalt steuert, das Projekte steuert. Das möchte ich gerne einrichten. Wir sollten auch darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, einen zentralen Einkauf einzurichten, dass also eine Organisationseinheit im Konzern statt den Einkauf für den kompletten Konzern macht, weil wir haben eine andere Menge, bekommen andere Marktpreise. Und wir müssen unsere interne innere Organisation nachdenken, über unsere innere Organisation nachdenken. Wir buchen seit ein paar Jahren kaufmännisch, aber wir denken noch nicht unternehmerisch. Und wir müssen mehr in Projekten denken. Wir müssen unsere Prozesse hinterfragen und müssen uns da insgesamt schlanker aufstellen in der Verwaltung. Auch da können wir einen Beitrag zum Sparen leisten. Mein Name ist Ashok Alexander Sridharan. Ich bin 50 Jahre alt, bin hier in Bonn geboren, in Bonn aufgewachsen, habe hier Abitur gemacht, habe hier Rechtswissenschaften studiert an unserer Uni, habe mein Referendariat hier am Landgericht in Bonn gemacht, bin danach in die Kommunalverwaltung gegangen, und zwar 1995, also seit genau 20 Jahren mache ich Kommunalverwaltung und in den letzten 19 Jahren in Königswinter, in den letzten 13 Jahren davon als erster Beigeordneter, das heißt allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Kämmerer. Ich bin verheiratet seit 23 Jahren. Wir haben drei Jungs, meine Frau und ich. Der Älteste studiert inzwischen. Der studiert Kultur- und Medienwissenschaften in Düsseldorf und die zwei anderen, die gehen noch zur Schule in Bad Godesberg. Okay, also eine lange Bonner Geschichte quasi auch. Seit Generationen, jedenfalls mütterlicherseits. Mein Vater kommt aus Indien, der ist seit 1954 hier in Bonn und fühlt sich aber auch pudelwohl hier. Also meine Eltern leben nach wie vor in Lengsdorf, also da, wo ich auch aufgewachsen bin. Und ja, seit Generationen mütterlicherseits eine Bonner Familie. Okay. Wie ist quasi der Weg in die Politik gegangen? Also wie war für Sie sozusagen die Entscheidung, in die CDU zu gehen? Oder warum nicht eine andere Partei? Ich habe nach dem ersten Staatsexamen ein bisschen warten müssen auf meine Referendarzeit, also auf das Referendariat, und habe mich dann beworben bei verschiedenen Bundesbehörden. Als Jurist mit erstem Examen kann man da eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter, konnte man damals anfangen, und hatte mich unter anderem auch beworben bei der Bundestagsverwaltung und habe dann einen Anruf bekommen vom Justiziariat der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die gefragt haben, ob ich auch Interesse daran hätte, dort zu arbeiten. Habe mich dann da vorgestellt und bin eingestellt worden. Das, was ich da kennengelernt habe, also ich war vorher auch schon CDU-affin, und was ich da dann aber angetroffen habe, insbesondere der Abgeordnete, für den ich da gearbeitet habe, das war schon sehr überzeugend, und deswegen bin ich dann kurze Zeit später, ich weiß gar nicht mehr, ob 92 oder 93, dann auch in die CDU eingetreten. Und für das Jurastudium, wie haben Sie sich dafür entschieden? War das irgendwie auch ganz klar, dass Sie das machen wollen, oder? Also ganz früher wollte ich Pilot werden, aber ich glaube, das wollen viele kleine Jungs, und später ist dann aber tatsächlich in der Oberstufe der Wunsch gereift, Jura zu studieren. Und zwar wollte ich das studieren, weil ich ursprünglich Diplomat werden wollte. Also ich wollte ins Auswärtige Amt, habe mir das aber während des Referendariats anders überlegt. Also während des Referendariats habe ich mich dazu entschieden, in die Kommunalverwaltung zu gehen, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat und man da sofort etwas für die Menschen bewirken kann. Und deswegen bin ich in die Kommunalverwaltung gegangen. Also so wie ich Verwaltung kennengelernt habe, wäre das jetzt für mich erstmal nicht unbedingt das Attraktivste. Also man hat große Aktenstapel, man muss irgendwie solche Vorgänge absolvieren. Ist das wirklich etwas, was Sie interessiert hatte? Und kommt man dann von den Akten auch wirklich wieder zu den Menschen? Ja, das ist eben die Kunst. Und das ist bei der Kommunalverwaltung anders als bei der Landes- und bei der Bundesverwaltung so. Man hat ja in der Kommunalverwaltung immer unmittelbar mit Menschen zu tun. Egal, also ich habe ja angefangen als Leiter des Rechtsamts, Rechts- und Standesamt. Also beim Standesamt hatte ich dann schon unmittelbaren Bürgerkontakt auch. Aber auch beim Rechtsamt ist es ja so, dass man die Sachen nicht prüft, weil irgendwer meint, das müsste geprüft werden, sondern die Sachen prüft, weil Menschen ein Anliegen haben und das Anliegen irgendwelche Probleme aufwirft. Und man kann, egal in welcher Funktion man in der Verwaltung ist, man kann den Menschen, die in der Stadt leben, die Stadt besuchen, unmittelbar helfen. Und das finde ich schon eine spannende Sache. Okay. Jetzt sind Sie Oberbürgermeisterkandidat. Sie haben einige Konkurrenten um diesen Job. Wie kommt man jetzt darauf zu sagen, das ist ein Job, den ich machen will? Und was sind auch die Anforderungen, die bei so einem Job dann anfallen?
Also ich finde, ein Oberbürgermeister muss erstens Repräsentant der Stadt sein, er muss ein Herz für die Stadt haben und er muss zweitens Ahnung von Kommunalverwaltung haben. Also das finde ich beides ganz, ganz wichtige Faktoren. Als letztes Jahr die Frage auftauchte, wen schickt die CDU als Oberbürgermeisterkandidaten ins Rennen, habe ich da selber schon mal drüber nachgedacht, die CDU anzusprechen, weil ich eben aufgrund meiner Ausbildung als Jurist und aufgrund meiner Berufserfahrung in den letzten 20 Jahren in der Kommunalverwaltung das Rüstzeug mitbringe. Ich bin mit Leib und Seele und Herz und allem, was ich habe, Bonner. Und ich möchte einfach die Geschicke dieser tollen Stadt, in der wir leben, mitbestimmen in den nächsten Jahren. Und deswegen möchte ich gerne Oberbürgermeister werden. Ich fasse jetzt mal fies zusammen. Also Macht ist das Motiv oder wie kann man das anders sagen? Das hat wenig mit Macht zu tun. Also ich finde, es geht nicht um die Person des Oberbürgermeisters, sondern es geht um die Menschen hier. Also nicht der Oberbürgermeister sollte der Star sein, sondern die Menschen, die hier leben. Und es geht darum, für die Menschen, für die Region etwas Gutes zu tun. Und das würde ich jetzt nicht mit Macht in Verbindung bringen, sondern mit Dienstleistung. Okay. Wie viel kann der Oberbürgermeister eigentlich bewegen? Also wir hatten jetzt einige Jahre, wo es einen SPD-Oberbürgermeister gab, aber der Rat anders aufgestellt war, eine andere Koalition hatte, die Jamaika-Koalition. Also der Oberbürgermeister ist ja immer auch abhängig von den Verhältnissen im Rat. Oder wie viel kann der wirklich gestalten? Der Oberbürgermeister kann sehr viel gestalten, wenn er denn die Mehrheit des Rates, wenn er es schafft, die Mehrheit des Rates hinter sich zu bringen. Und das ist jetzt natürlich für einen Oberbürgermeister der CDU leichter, der auf eine Koalition, auf eine Jamaika-Koalition zurückgreifen kann, der eine Mehrheit im Stadtrat hat. Nichtsdestoweniger ist das mit ein Grund, warum ich hier sitze, weil ich finde, dass es nicht darum geht, nur auf die Koalition zu setzen, sondern bei den Problemen, die wir in Bonn haben, müssen wir einen breiteren Konsens aufstellen. Und deswegen gehe ich gerne auf alle Fraktionen, auf alle demokratischen Fraktionen und Gruppierungen im Stadtrat zu, um wirklich den Konsens zu finden. Das kenne ich auch nicht anders aus meiner bisherigen Praxis. Wir haben selten Ratssitzungen, die länger dauern als eine Stunde, weil eben im Vorfeld Sachen abgestimmt werden, im Vorfeld hinterfragt wird, wo habt ihr noch ein Problem, was müssen wir noch an Informationen liefern in der Sitzung, damit ihr entscheiden könnt und wir es dann anschließend umsetzen können. Das wäre etwas, was ich auch für Bonn anstrebe. Die klassische Frage, die man im Oberbürgermeisterkandidaten stellt, ist ja so, was unterscheidet Sie von Ihren Konkurrenten? Ich stelle die Frage jetzt mal anders. Kennen Sie Ihre Konkurrenten irgendwie aus dem Alltag oder haben Sie die vorher schon mal irgendwie im Bonner Raum gesehen, kennengelernt, mit denenen gearbeitet? Also Tom Schmidt kenne ich schon seit längerer Zeit, ja. Den habe ich kennengelernt, weil ich auch öfter schon mal in der CDU-Fraktion hier war und insbesondere in der Zeit, wo Schwarz-Grün im Bonner Stadtrat eine Koalition gebildet hat, haben wir uns hin und wieder getroffen, aber kennen ist eigentlich zu viel gesagt. Ich kenne ihn jetzt etwas besser, weil wir uns zwangsläufig in letzter Zeit häufig treffen. Schätze ihn und denke, dass das auf einer sachlichen und auch auf einer menschlichen Ebene mit ihm gut funktionieren könnte, wenn ich denn Oberbürgermeister würde und er Fraktionsgeschäftsführer der Grünen ist. Herrn Runstroth-Bauer habe ich tatsächlich vorher überhaupt nicht gekannt, hatte auch nie etwas von ihm gehört und ja, habe ihn jetzt im Wahlkampf kennengelernt. Sie sagten, Sie suchen den Konsens mit den Parteien im Rat, also zumindest mit den demokratischen Parteien. Wie sieht es aus mit dem Thema Bürgerpartizipation? Also es gab ja einige Initiativen in den letzten Jahren mit Bonn packt's an und Bonn macht mit. Jetzt Online-Bürgerpartizipation zu machen, es gibt immer wieder ja auch Bürgerversammlungen. Und jetzt gerade haben wir ja auch wieder einige Bauprojekte in der Vergangenheit erlebt, die durch Bürger quasi wiederum vielleicht auch gekippt wurden oder durch ja auch, also ich spiele jetzt auf das Festspielhaus an, wo dann am Ende die Deutsche Post auch ausgestiegen ist und dann quasi die Entscheidung gefällt wurde. Etwas Ähnliches spielt sich jetzt im Victoria-Carré ab, wo auch Entscheidungen eigentlich im Rat gefällt wurden und jetzt die Bürger quasi demonstrieren. Also wie kann man sozusagen die Bürger besser mitholen bei solchen Entscheidungen? Oder vielleicht sogar ihnen die ja viel früher abholen? Oder was ist da so Ihr Rezept?
Also die Bürger sind ja beteiligt gewesen, Entschuldigung. Die Bürger sind ja beteiligt gewesen. In einem Bebauungsplanverfahren werden die Bürger grundsätzlich schon von Gesetzes wegen beteiligt. Die Stadt Bonn tut da jetzt schon mehr, als das Gesetz vorschreibt, was Bürgerbeteiligung bei Bebauungsplanverfahren anbelangt. Aber Sie haben eben das Beispiel genannt, Bonn packt's an. Ich finde, das ist ehrlich gesagt kein so gutes Beispiel für Bürgerbeteiligung, weil hier suggeriert wird, dass man tatsächlich mitbestimmen kann und Vorschläge unterbreiten kann, was mit dem Haushalt passiert. Da halte ich ehrlich gesagt nicht so sehr viel von. Ich finde, man muss viel mehr die Bürger intensiver auch übers Internet informieren. Also will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben in Königswinter jetzt unseren Haushalt, der nennt sich interaktiver Haushalt, obwohl eine Interaktion im Moment noch nicht möglich ist, aber das streben wir an. Wir haben den Haushalt jetzt so bei uns auf der Homepage dargestellt, dass sich jeder mit wenigen Klicks zu den Themen durchklicken kann, die ihn persönlich interessieren. Ne? Weil wenn ich mir jetzt den ganzen Haushalt angucken muss mit seinen Hunderten von Seiten, bis ich die Stelle gefunden habe, die mich wirklich interessiert, erstens muss ich wissen, wo ich suche und zweitens dauert es einfach dann eine ganze Zeit. Wenn man es einfach thematisch anklicken kann und ich interessiere mich jetzt zum Beispiel für die Grundschule, die gerade mein Kind besucht, dann kann ich das bei uns eben ganz konkret anklicken. Und der nächste Schritt ist dann eben, dass wir die Möglichkeit eröffnen wollen, da auch eine Interaktion zu ermöglichen, dass derjenige zu dem ganz konkreten Thema dann bezogen auf den Haushalt eine Rückmeldung geben kann. Ich finde Transparenz auch in anderen Bereichen wichtig. Also wir haben teilweise umfangreiche Verträge über langfristige Projekte, haben wir im vollen Wortlaut im Internet veröffentlicht, damit eben jeder die Möglichkeit hat, sich das anzugucken, was da drin steht, welche vertraglichen Pflichten es gibt, welche Rechte und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist ein Bereich, wo wir Informationen liefern können und wo wir Bürger dann eben auch sinnvoll beteiligen können, weil man muss zuerst informieren, bevor man eine Meinung abfragt. Also bisher kenne ich das auch so, wenn ich bei Boris reinschaue, dann ist das ziemlich unübersichtlich und ich muss wirklich zielgerichtet suchen und schon wissen, was ich suche, bevor ich es überhaupt finden kann. Ich habe mir auch mal so eine gesamte Ratssitzung im Livestream angeschaut. Da saß ich im Zug von Berlin nach Bonn und hatte 4 Stunden Langeweile und das hat tatsächlich auch mal geklappt mit dem WLAN im Zug. Zu dem Thema WLAN in Bonn kommen wir auch noch. Ja, die will ich auch gerne wissen. So, jetzt Livestream im Rat. Ich hatte mir auch angeschaut, das war genau die Sitzung, wo Bonn packt's an diskutiert wurde. Das waren 25 Entscheidungen, die da irgendwie gefällt wurden und das hat 1 Minute gedauert, 30 Sekunden. Das ging ratzfatz. So, ich habe eigentlich nur das Gesicht des Oberbürgermeisters gesehen, der hat sich vorher ein Eis geholt, ist dafür irgendwie ein bisschen belächelt worden und da hörte man nur die Kommentare aus dem Raum. Aber ich habe weder nachvollziehen können, wie jetzt wirklich die Entscheidung bei Punkt 12 gefallen ist, weil das nur eins nach dem anderen ging, ne? Noch, dass wahrscheinlich die Ratsmitglieder, das habe ich auch mal nachher gefragt, die haben dann auch solche Entscheidungslisten und müssen dann irgendwie ganz schnell abstimmen, dass die kaum noch mitkommen bei dem Tempo. Geschweige denn ich als Zuschauer im Livestream. Also kann man da irgendwie vielleicht auch mal was machen? Ja, natürlich. Also ich finde, man muss, das war eingangs meine Rede, also man muss erstmal informieren, weil derjenige, der sich das einfach nur im Livestream anguckt und die Sitzungsunterlagen nicht kennt, für den sind das in der Regel böhmische Dörfer, über die da beraten und gesprochen wird. Und ich finde, man muss da einfach mehr informieren, damit diejenigen, die sich dafür interessieren und diejenigen, die sich das im Livestream wirklich über 4 Stunden antun, so eine Ratssitzung sich anzugucken, dass die auch wirklich was davon haben. Also ich habe mir ein paar Ratssitzungen jetzt live angeguckt, indem ich mich hinten in den Zuschauerraum gesetzt habe und bewundere diejenigen, die sich das im Livestream angucken. Es war ein Genuss. Also ich hätte gerne mehr so in den Raum geguckt und auch die Gesichter gesehen, aber ich weiß auch, dass es da Diskussionen um Datenschutz gab und dass manche Abgeordnete da auch wirklich Sturm gelaufen sind, geschweige denn, dass ich mir jetzt sogar noch Ratssitzungen vielleicht mal im Rückblick anschauen kann, wenn ich nämlich Zeit dafür habe. Ne? Also ich saß da im Zug, zwischendurch waren da Verbindungen unterbrochen, aber ich habe wirklich Lust gehabt, mir das anzuschauen. Es ging auch um Stadtteilbibliotheken zum Beispiel. Da wollte ich einfach wissen, wie die Entscheidung in dem Punkt fällt. Das war der einzige Punkt. Da musste ich aber trotzdem die 4 Stunden gucken, weil auch nicht irgendwie klar war, wann jetzt welcher Punkt drankommt. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben einmal so, ich wollte noch diese Feenwunschfrage loswerden. Wenn Sie jetzt einen Feenwunsch hätten, was Sie in Bonn ändern könnten, was wäre das?
Also ich finde, die Zeit des Wünschens ist vorbei. Wir müssen hier zusammen an einem Strang ziehen. Wir müssen gemeinsam die Sache Bonn weiterentwickeln, angehen. Und dafür werde ich mich einsetzen. Okay. So, Bürgerpartizipation. Können Sie sich einen Bürgerhaushalt vorstellen, dass es also irgendwie eine Summe gibt, 100.000 Euro, und darüber können wir dann mitbestimmen? Also das ist ja das, was mit dem interaktiven Haushalt im Prinzip begonnen werden soll. Bürgerhaushalt meint ja, dass der Haushalt breit in der Bürgerschaft besprochen wird. Ich glaube, dass das nicht so effizient ist. Aber wenn man den Haushalt interaktiv tatsächlich einstellt und auch den Haushaltsentwurf interaktiv einstellt, dann bekommen wir dadurch eine Bürgerbeteiligung. Und ob es ist jetzt, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, ob wir jetzt einen bestimmten Betrag einsetzen in den Haushalt und sagen, da können die Bürger mehrheitlich darüber abstimmen, wie der Betrag verwendet werden soll, dann muss ich ganz einfach sagen, bei einem Haushaltsdefizit von 100 Millionen Euro müssen wir erstmal sehen, dass wir das in den Griff bekommen, bevor wir über andere Sachen nachdenken. Und wie wir das in den Griff bekommen, da sollten wir tatsächlich eine breitere Menge Menschen mit einbeziehen. Sie sprechen die kommunalen Schulden an. 100 Millionen? 100 Millionen jährliches Defizit im Haushalt, 1,7 Milliarden Euro Schulden. Genau, ich habe die genaue Zahl 1,701641943, aber wahrscheinlich müsste ich jetzt auf die Webseite gucken, um es genau zu erfahren. Pro Kopf, mein Kopf ist also 5.450 Euro wert hier in Bonn. Gibt es eine klare Ansage, wo gestrichen wird? Also um von dem Schuldenberg runterzukommen, müssen wir ja erstmal nicht streichen. Um von dem Schuldenberg runterzukommen, müssen wir die Neuverschuldung in den nächsten Jahren vermeiden und wir müssen überlegen, von welchem Anlagevermögen wir uns trennen können. Wir haben in der Stadt Bonn einige Liegenschaften, die schon seit Jahren nicht genutzt werden. Nach wie vor jedes Jahr Betriebsaufwand verursachen. Und diese Liegenschaften müssen wir veräußern. Wir haben auch andere Grundstücke, städtische Grundstücke, die wir entwickeln müssen und die wir veräußern müssen, die wir für kommunale Zwecke jetzt nicht mehr brauchen. Wir brauchen aber Wohnbauland, wir brauchen Gewerbeflächen und deswegen müssen wir genau in die Richtung weiterarbeiten, das Geld einsetzen zur Schuldentilgung, weil im Moment haben wir ein total niedriges Zinsniveau, ein historisches Zinstief und wenn die Zinsen irgendwann wieder ansteigen, dann sind wir schon alleine deswegen im Nothaushalt und dann dürfen wir nicht mehr selber über unsere Ausgaben bestimmen, sondern dann sitzt die Bezirksregierung mit im Boot und das möchte ich vermeiden. Hinsichtlich des strukturellen Defizits werden wir auch sparen müssen. Wir müssen in ganz, ganz vielen Bereichen sparen. Ich denke, wir können uns wesentlich wirtschaftlicher aufstellen, indem wir aufhören, nur bis zur Stadtgrenze zu denken. Wir müssen regional denken, das heißt, wir müssen auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis zugehen, auf den Landrat zugehen, aber auch auf die Stadt Köln zugehen, auf die Stadt Leverkusen, die Stadt Aachen zugehen und uns in der ganzen Region hier komplett neu aufstellen, damit wir ein Gegengewicht bilden können zu Rhein-Ruhr und Rhein-Main. Wir sind mittendrin, wir sind hervorragend angebunden über die A3, über die Bundesbahnstrecken. Wir haben den Rhein als Transportweg und mit dem Pfund wuchern wir zu wenig und das müssen wir eben in der Region machen, weil wir als Stadt Bonn erstens nicht genug Wohnbauflächen haben und zweitens nicht genug Gewerbeflächen haben. Es gibt also 100 Millionen reicht nicht nur interkommunale Zusammenarbeit. Wir müssen uns auch intern anders aufstellen. Da brauche ich gar nicht nachzufragen. Ja. Und so weiter. Ja. Wir müssen uns auch intern anders aufstellen. Wir brauchen ein zentrales Controlling. Wir haben im Moment kein zentrales Controlling, das den Haushalt steuert, das Projekte steuert. Das möchte ich gerne einrichten. Wir sollten auch darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, einen zentralen Einkauf einzurichten, dass also eine Organisationseinheit im Konzern statt den Einkauf für den kompletten Konzern macht, weil wir haben eine andere Menge, bekommen andere Marktpreise. Und wir müssen unsere interne innere Organisation nachdenken, über unsere innere Organisation nachdenken. Wir buchen seit ein paar Jahren kaufmännisch, aber wir denken noch nicht unternehmerisch. Und wir müssen mehr in Projekten denken. Wir müssen unsere Prozesse hinterfragen und müssen uns da insgesamt schlanker aufstellen in der Verwaltung. Auch da können wir einen Beitrag zum Sparen leisten. Das heißt, Personal ist auch sozusagen von Kürzungen bedroht. Das ist ja auch einer der größeren Posten im Haushalt.
Personal ist einer der größten Posten im Haushalt, aber wir können, also wir müssen die Aufgaben hinterfragen. Also wir können nicht sagen, wir bauen Personal ab, sondern wir müssen die Aufgaben hinterfragen. Und wenn Aufgaben wegfallen, dann können wir auch über die Personalmenge nachdenken, allerdings nicht mit Entlassungen, sondern nur im Wege der natürlichen Fluktuation. Das heißt, wenn uns jemand, weil er lieber woanders arbeitet, verlässt oder aus Altersgründen oder aus welchen Gründen auch immer aus dem Dienst ausscheidet. Das klingt ein bisschen so, als würden Sie die Stadt eher wie so ein Wirtschaftsunternehmen führen wollen. Ist das denn so sinnvoll? Ich denke schon. Also wir dürfen nicht mehr in Verwaltungskategorien denken, sondern wir müssen wirklich unternehmerisch denken. Wir müssen uns neu aufstellen, um eben in dieser Zeit auch bestehen zu können. Deswegen unterscheidet sich Kommunalverwaltung auch so extrem von Landes- und Bundesverwaltung. Wir sind einfach viel, viel näher dran. Wir erbringen Dienstleistungen für die Menschen, die auch unmittelbar abgerufen wird. Und wir müssen, wenn wir da auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, müssen wir oder dürfen wir uns modernen Managementmethoden nicht verschließen. Aber bedeutet das dann nicht, dass Leistungen, die sich irgendwie nicht lohnen oder wo man nicht den Wert direkt sieht oder erst langfristig sieht, bedroht sind? Also sagen wir jetzt mal, ja, eine Stadtteilbibliothek, die nicht genug Besucher hat oder andere Dinge, die sehr teuer pro Person sind. Also es gibt ja Dinge, die rechnen sich nicht so nach dem Motto, ne? Wie geht man damit um? Also Sie damit um? Das ist eine Frage der Daseinsvorsorge. Dazu haben wir eine Verpflichtung. Also wir haben eine Verpflichtung zur Daseinsvorsorge. Wir können ja auch nicht sagen, Sozialhilfe ist defizitär, die schaffen wir ab. Geht gar nicht. Und es gibt, oder die meisten Bereiche innerhalb einer Verwaltung, innerhalb eines Haushalts sind ja defizitär. Es gibt ein, zwei Bereiche, die profitabel sind. Das ist der Finanzbereich, der Produktbereich 16, der ist in der Regel oder sollte profitabel sein. Aber es gibt eben die anderen 16 Produktbereiche. Es gibt ja insgesamt 17, die sind in der Regel defizitär. Insofern müssten wir uns ja im Prinzip von allem trennen. Das geht nicht. Wir sind eine Kommune, wir sind verantwortlich für die Daseinsvorsorge und wir müssen dann eben gemeinsam mit dem Stadtrat Ziele vereinbaren, die wir dann auch verfolgen. Und das können auch Ziele sein, die Geld kosten, natürlich. Dann müssen die Mittel eben dafür bereitgestellt werden. Dafür macht man ja an anderer Stelle Überschüsse. Okay. Wir sind quasi an der Schnittstelle von Kommune und Wirtschaft. Da ist ganz oft das Thema Public-Private Partnership gefallen. Und ehrlich gesagt, also jetzt in der Beschäftigung mit Ihrer Person ist mir der Begriff aufgefallen. In Ihrer Vita steht halt auch drin, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben. Von vielen wird es sehr kritisch gesehen, ja, dass irgendwie die Kommune ausverkauft wird oder dass Wirtschaftsunternehmen sozusagen mehr davon profitieren, als die Kommune es tut. Und solche Fälle gibt es ja auch genug, dass man das eben schon beobachten konnte, dass da Dinge schiefgelaufen sind. Aber jetzt erstmal so grundsätzlich, sagen wir mal für junge und naive Menschen wie mich, was ist das überhaupt, Public-Private Partnership? Es ist einfach eine andere Form der Beschaffung. Wir beschaffen normalerweise, also wenn wir jetzt einen neuen Kindergarten brauchen, dann gucken wir, was kostet der Kindergarten, gucken, wo wir das Geld herkriegen und dann wird der Kindergarten gebaut. Bei Public-Private Partnership ist das ein bisschen anders oder öffentlich-private Partnerschaften, wie das ja jetzt neuerdings heißt, ist das ein bisschen anders. Da guckt man nicht nur darauf, was kostet der Kindergarten, wenn wir ihn jetzt bauen, sondern man guckt darauf, was kostet der anschließend im Betrieb. Was muss ich an Bauunterhaltung da reinstecken? Was muss ich an sonstigen Betriebskosten da reinstecken? Und bezieht diese Betriebskosten direkt in die ersten Überlegungen mit ein. Das heißt, ich betrachte den Gegenstand, den ich beschaffe, und das muss nicht nur ein Gebäude sein, das kann IT sein, das kann eine Sportanlage sein, den betrachte ich auf seinen ganzen Lebenszyklus hin und ermittle die Lebenszykluskosten, die bei einem Gebäude oder von den 100% Lebenszykluskosten entfallen nur 20% auf die Anschaffungskosten und 80% auf die Betriebskosten. Das heißt, wenn ich nur darauf gucke, was kostet das, wenn ich das baue, betrachte ich nur 20% der Kosten, die insgesamt für dieses Gebäude entstehen. Und bei ÖPP ist es so, dass ich eben den gesamten Lebenszyklus betrachte und damit dann auch dafür Sorge trage, dass das Geld da ist, das ich brauche, um das Gebäude instand zu halten. Wenn wir uns unsere Schulen angucken zum Beispiel oder teilweise auch Verwaltungsgebäude, Kindergärten, jetzt hier in der Stadt Bonn, dann sind viele in einem sehr, sehr schlechten Zustand, weil wir einfach die Bauunterhaltung, die erforderlich gewesen wäre, nicht geleistet haben. Muss mein Kind dann demnächst in die Haribo-Schule gehen? Warum Haribo-Schule?
weil das dann privatisiert wird. Das wäre jetzt so eine naive Vorstellung. Nein, das ist keine Privatisierung. Die Stadt ist ja weiter Eigentümer. Die Stadt ist weiter Eigentümer. Die Stadt betreibt auch die Schule. Es geht nur darum, dass jemand anders, also eine Bauunternehmung, nicht nur das Gebäude hinstellt, sondern eben sich auch verpflichtet, das Gebäude nach Fertigstellung in dem Zustand zu halten, der erforderlich ist, um dann ordentlichen Schulbetrieb zu machen. Okay, und warum können die Kommunen das nicht selbst oder nicht so gut? Die Kommunen, also es ist teurer, wenn die Kommunen das selber machen, weil erstens muss das ja dann immer wieder neu ausgeschrieben werden, ne, wenn ich eine Bauunterhaltung mache. Und der andere Punkt ist, Kommunen stoßen da eben auch schnell an Kapazitätsgrenzen und betrachten eben die Folgekosten heute immer noch nicht so, wie das erforderlich ist, wie das jedes Wirtschaftsunternehmen macht. Also auch da in dem Punkt, und das ist keine Privatisierung, das möchte ich nochmal ganz deutlich machen, das ist nur eine andere Form der Beschaffung. Also die Kommune ist von Anfang an Eigentümer, muss erst zahlen, wenn das Gebäude oder was auch immer fertiggestellt ist. Das heißt, ich habe auch eine wesentlich größere Sicherheit, was den Kosten und den Zeitrahmen anbelangt. Und ich zahle für das, was ich wirklich brauche. Und ich muss mir natürlich dann im Vorfeld genau Gedanken machen, brauche ich das wirklich und brauche ich das nicht nur für 5 Jahre, sondern brauche ich das auch für 15 oder 20 oder 30 Jahre. Und wo sind die Risiken bei solchen Projekten? Das kommt drauf an, wie man es anpackt. Also wenn man es vernünftig anpackt, dann sind die Risiken tatsächlich extrem überschaubar, weil im Prinzip die gesamte Phase abgesichert ist. Also dann trägt die Kommune so gut wie gar kein Risiko. Selbst im Falle der Insolvenz ist es so, wenn die Insolvenz während der Bauphase eintritt, gibt es entsprechende Sicherheiten, dass das Gebäude fertig gebaut werden kann. Wenn die Insolvenz des privaten Unternehmens nach der Bauphase eintritt, dann ist es so, dass die Kommune ja nur das bezahlt, was sie schon bekommen hat, nämlich das fertige Gebäude, und für den Betrieb dann anschließend nicht mehr bezahlt. Also es ist schwer, da durchzusteigen und wirklich zu verstehen, was da passiert, wer davon profitiert am Ende. Jetzt natürlich, klar, sagen Sie, der Steuerzahler profitiert. Ich bleibe mal skeptisch, ob da nicht doch sozusagen am Ende das für die Unternehmen profitabler ist. Also wenn es für die Unternehmen, es soll natürlich auch für die Unternehmen profitabel sein. Ne? Also es bringt nichts, wenn das Unternehmen daran nichts verdient. Das muss beiden Seiten Spaß machen. Aber wenn das jetzt nur für die Unternehmen profitabel wäre, dann würde die Bundesregierung nicht hingehen und würde das nach wie vor fördern, und zwar weitestgehend parteiübergreifend. Also es ist nicht nur so, dass die CDU und die FDP das fördern. Ich bin gerade im Juni noch auf einem Kongress gewesen, wo Herr Gabriel, der Wirtschaftsminister, der ja nun bekannterweise nicht der CDU oder der FDP angehört, sich dafür stark gemacht hat, ÖPP-Projekte auch zu fördern. Und ich bin auch schon öfter vom Finanzministerium in Düsseldorf, das hier jetzt auch bekannterweise nicht von der CDU besetzt wird, zu Vorträgen eingeladen worden, wo ich dann eben über meine Erfahrungen in dem Bereich berichten sollte. Wir haben es hier im Koalitionsvertrag stehen in Bonn, also in dem Koalitionsvertrag der Jamaika-Koalition, dass es da untersucht werden soll, wo es Sinn macht. Und nur da kommt das auch für mich in Betracht. Also Sagen Sie mal nur 3 Bauprojekte in Bonn, bei denen das für Sie zum Beispiel in Frage käme. Es käme zum Beispiel in Frage bei Neubauten von Kindergärten, Schulen, Feuerwehrgerätehäusern, Verwaltungsgebäuden. Es kommt in Betracht bei Neubauten oder Umwandlung von Tennplätzen in Kunstrasenplätze. Und man müsste untersuchen, inwiefern es auch im IT-Bereich in Betracht käme. Okay, also die Themen Bäder, Festspielhaus etc. haben Sie jetzt nicht genannt, was ich jetzt vielleicht eher erwartet hätte in dem Bereich. Also Bäder habe ich zumindest gehört, dass Sie in Königswinter da auch bei einem Bäderprojekt dabei waren. Das ist richtig. Wir haben in Königswinter schon seit Mitte der 80er Jahre einen privaten Betreiber für ein Freibad in Königswinter. Das funktioniert einwandfrei. Wir haben seit Mitte der 90er Jahre auch einen privaten Betreiber, der unser Hallenbad betreibt, mit ganz anderen Öffnungszeiten als hier in Bonn und auch wesentlich kostengünstiger, als wir das vorher selber gemacht haben. Und dieser Betreiber, der betreibt jetzt auch unser zweites Freibad. Und wollten das auf noch wirtschaftlichere Füße stellen, indem wir auch die Bauunterhaltung für Dach und Fach im Prinzip auf einen Privaten übertragen, die Verantwortung für Dach und Fach. Da ist es aber so, dass wir zwar schon einen Notartermin vereinbart hatten, der private Unternehmer aber 2 Wochen vor Vertragsunterzeichnung gesagt hat,
er könne doch nicht unterzeichnen und ein anderer Unternehmer kein wertbares Angebot abgegeben hat, sodass wir als Verwaltung entschieden haben, das Verfahren muss eingestellt werden. Aber wir haben schon seit 96 eben oder seit 2008 betreiben wir kein Bad mehr selber, haben dadurch auch ganz andere Öffnungszeiten und wesentlich wirtschaftlichere Betriebskonditionen. Aber ist das dann günstiger für die Betreiber und für die Kommune als Betreiber oder für die Besucher? Wir haben für die Besucher viel getan, weil die Öffnungszeiten, die wir jetzt mit dem privaten Betreiber haben, die hätten wir mit städtischem Personal gar nicht abbilden können. Jedenfalls nicht zu dem Preis. Das wäre so teuer geworden, dass wir die Eintrittspreise deutlich hätten anheben müssen. Und uns ging es darum, dass wir für geringe Eintrittspreise das Baden in Königswinter weiterhin ermöglichen. Wie hoch ist der gerade? Ich meine, der läge bei 3,50 Euro, aber kann auch sein, dass es 4,50 Euro sind. Wie sieht denn der Masterplan für das Bonner Bäder-Problem aus? Also anders als das, was die Verwaltung jetzt vorgeschlagen hat, ich würde im Rechtsrheinischen, also auf der Boilerseite, würde ich aus dem Ennertbad ein Kombibad machen wollen, also da noch ein Hallenbad dazu bauen und dann die Boilerbütt schließen. Und ich würde auf der linken Rheinseite, also auf der Rheinseite Bad Godesberg, Hartberg, Bonn, würde ich auf der Stadtgrenze zwischen Bad Godesberg und Bonn ein Kombibad bauen wollen, also ein Hallenbad und ein Freibad auf einem Grundstück und dafür dann das Kurfürstenbad und das Frankenbad schließen, weil das soll ja wirtschaftlich sein. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das Geld hätten, wo wir uns noch teurer aufstellen könnten, sondern wir müssen uns wirtschaftlicher aufstellen. Deswegen eben eins in die Mitte und dafür dann die zwei Hallenbäder im Stadtbezirk Bonn und im Stadtbezirk Bad Godesberg schließen. Und das heißt, wir haben zwei Hallen- und Freibäder, also Kombibäder, einmal rechtsrheinig, einmal linksrheinig. Und was bleibt sonst noch übrig? Wir haben drei Kombibäder. Wir haben ja auf dem Hartberg noch ein Kombibad. Also das soll auch weiterhin bestehen bleiben. Und wir müssen uns dann überlegen, welche Freibäder wir zusätzlich offen halten. Wobei die Freibäder natürlich auch defizitär sind, egal wie gut der Sommer ist. Also wir haben jetzt dieses Jahr Gott sei Dank einen super Sommer gehabt. Aber trotzdem kommen die Freibäder nicht ohne einen Zuschuss aus. Wir müssen dann gemeinsam überlegen, wie viel der Freibäder wir offen halten können. Wobei es da einerseits auf die Struktur, andererseits auch auf die Lage der Freibäder ankommt. Und das würde ich gerne gemeinsam mit der Öffentlichkeit, mit dem Stadtsportbund, mit den Schwimmvereinigungen, würde ich das gerne erörtern. Okay. Also das habe ich zum Beispiel auch im Sommer nicht verstanden, dass erst ab 12 Uhr geöffnet wird und ab 12 Uhr waren die Bäder so rappelvoll. Also das war quasi so eine kleine Ursuppe, die da im Römerbad stattgefunden hat. Und ich frage mich, wie kann man irgendwie so auch unwirtschaftlich denken? Da muss man doch irgendwas machen können. Ja, also das ist aber ja schon das geringere Übel gewesen. Die Verwaltung hatte ja vorgeschlagen, die Freibäder zu schließen. Ne, nicht alle, aber teilweise die Freibäder zu schließen. Und die Koalition hat dann im Rahmen der Haushaltsberatung sich dafür eingesetzt, dass kein Freibad geschlossen wird und musste aber dann nach den Vorgaben der Verwaltung damit zurechtkommen, dass eben Betriebsaufwand eingespart werden musste. Und das ist eben leider nur so möglich gewesen. Ich kann nochmal sagen, schauen Sie die Öffnungszeiten in Königswinter an und dann reden wir weiter über die Beteiligung Privater am Badebetrieb. Okay, also das ist auch ein Plan, quasi da Public ÖPP zu machen. Hinsichtlich des Badebetriebes macht es absolut Sinn, auch darüber nachzudenken, zusätzlich zu den Schwimmmeistern, die wir ja haben, die auch bleiben sollen, über Kooperationen mit Privaten nachzudenken. Und da, wo das Sinn macht, da würde ich das auch gerne verfolgen wollen. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, Bildung und Bibliotheken, die ja auch von der Schließung bedroht sind. Also heute ist sozusagen der große Festakt gewesen für das Haus der Bildung, da waren Sie wahrscheinlich eben. Zugleich, also wahrscheinlich ist jetzt auch gerade sehr viel Bewegung in dem Thema, dass man das fast aktuell senden müsste, was jetzt heute passiert ist. Aber das war jetzt auch nochmal ein Thema, was mich so aufgewühlt hatte, dass ich nochmal genau hingeschaut habe, wie funktioniert hier eigentlich Politik in Bonn. Ich habe eben mitbekommen, dass Stadtteilbibliotheken von der Schließung bedroht sind. Und selbst wenn ich jetzt digital sehr affin bin und auch sagen würde, ja klar, können Kinder auch auf dem Tablet lesen lernen oder so, weiß ich doch diesen Ort der Bibliotheken sehr zu schätzen. Einfach auch vielleicht eine eigene Lernerfahrung da gehabt oder einfach Orte in den Stadtteilen zu haben, wo ich hingehen kann, wo ich Menschen treffen kann, ohne dass es irgendwie einen anderen Grund gibt, außer dass man Interesse hat, irgendwas zu lesen oder Zeit da zu verbringen. Und
Jetzt gibt es aber eine Tendenz irgendwie ja zur Zentralisierung, dass die Stadtteilbibliotheken geschlossen werden. Und ich habe mich auch mit einigen Leuten getroffen, die eben darüber ja entsetzt sind, weil nicht nur eine Person da eingespart wird, das Gebäude wird wahrscheinlich gar nicht eingespart, weil die Mietverträge viel zu lange sind. Die Person wird auch nicht eingespart im Haushalt, sondern in die Zentrale gebracht. Also, weil da mehr Personalbedarf jetzt ist. Okay, wir haben natürlich vielleicht eine schöne Zentrale, aber da stirbt quasi sozusagen ein ganzes ehrenamtliches Engagement, ein Kosmos davon. Und wie, also das geht in meinen Kopf nicht rein. Wie kann das sein und wie löst man das? Also man kann das zum Beispiel so lösen, dass man auf kirchliche Träger zum Beispiel zugeht. Es gibt Pfarrbüchereien, es gibt privat getragene Büchereien, auf die hätte man zugehen müssen und mit denen sprechen, könntet ihr euch vorstellen, unseren Medienbestand zu übernehmen. Auch das habe ich bereits Mitte der 90er Jahre mit angepackt. Wir haben unsere städtische Bibliothek an einen privaten Bibliothekverein übertragen mit dem kompletten Medienbestand. Der Bibliothekverein bekommt jedes Jahr einen Zuschuss, der aber deutlich geringer ist als das, was wir vorher selber gezahlt haben. Und diese Bibliothek arbeitet heute besser, als sie jemals gearbeitet hat in städtischer Regie. Es gibt einen größeren, moderneren Medienbestand, es gibt mehr Mitglieder, es gibt mehr Ausleihung. Und das ist meines Erachtens das Gebot der Stunde. Und so muss man vorgehen. Man muss eben nach Alternativen suchen und nicht einfach sagen, wir machen alles zu. Also so wie ich das mitbekommen habe, in einer der Sitzungen des Kulturausschusses habe ich mich dann auch reingesetzt. Da wurde dann plötzlich aus den Fördervereinen, deren ehrenamtliches Engagement ja wertgeschätzt werden sollte und im Rahmen eines Bielefelder Modells, bei dem kein Mensch wusste irgendwie, was das jetzt eigentlich heißt. Also Bielefeld und Bonn, ob man die so vergleichen kann, weiß ja auch keiner. Und was Von man, der Einwohnerzahl. ja, so, also wurde das mit Bielefelder Modell bezeichnet und dann plötzlich wurden aus den Fördervereinen Gespräche mit den Trägervereinen. Und irgendwie in den Fördervereinen, mit denen wurde nicht mehr gesprochen oder irgendwie wollte man die nicht mehr so sehr haben. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Die einen fördern sozusagen jemanden, der da hauptamtlich ist von der Stadt und unterstützen den, indem sie Veranstaltungen machen etc. Und das andere ist wirklich die komplette Trägerschaft mit aller Verantwortung, mit der gesamten Wirtschaftlichkeit, die man gewährleisten muss, mit Versicherungen etc. Und da kann ich schon verstehen, dass die Vereine oder die ja, Vereine dann sagen, das ist uns zu viel. Aber nicht unbedingt auf stur schalten. Ja, aber da war das Kind ja schon im Brunnen. Da war das Kind ja schon in den Brunnen gefallen, weil da war ja die Entscheidung der Verwaltung schon bekannt. Wir wollen alle Bibliotheken schließen und die Zentralbibliothek, die heute in einem Festakt eingeweiht worden ist oder eröffnet worden ist, das Angebot hier konzentrieren. Und das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Man hätte vorher, bevor das im Kulturausschuss diskutiert wird, hätte man auf die privaten Initiativen, egal ob das Fördervereine sind oder eben Büchereivereine, die sowieso schon privat existieren, in kirchlicher oder anderer Trägerschaft, auf die hätte man zugehen müssen und hätte mit denen über Kooperationen sprechen müssen. Und das ist meines Erachtens Aufgabe der Verwaltung, nämlich nach dem Weg des Möglichen zu suchen. Und dieser Weg, der hätte beschritten werden müssen, aber dafür ist es ja noch nicht zu spät. Auch den Weg kann man jetzt noch beschreiten und das wäre mein Claim für die nächste Zeit, wenn ich gewählt werde. Okay, wir machen mal einen kleinen, eine kleine lustige Unterbrechung. Lustige Ja, Unterbrechung. also ich weiß nicht, ob sie lustig wird, aber die etwas abwechslungsreicher ist. Und zwar lese ich mal immer Begriffspaare vor und Sie müssen sich für eins entscheiden. Das geht relativ zügig. Ja. Drinnen oder draußen? Draußen. Oben oder unten? Oben. Mit oder ohne? Mit. Rot oder schwarz? Schwarz. Katze oder Hund? Hund. Norden oder Süden? Süden. Bonn oder Beul? Bonn. Sparen oder investieren? Investieren. Entscheidungen durchsetzen oder Kompromisse schließen? Entscheidungen durchsetzen. Prestigeobjekte oder Freiräume? Freiräume. PDF oder Textdatei? Text. TV oder YouTube? YouTube. Prozess oder Ergebnis? Prozess. Vertrauen oder Kompetenz? Beides. An dieser Stelle brechen wir dann ab. Immer dann, wenn die Fragen nicht mehr richtig beantwortet werden. Doch eine will ich noch. Zentral oder dezentral? Dezentral. Okay. Dann kommen wir mal zum Thema Mobilität in Bonn. Da gibt es ja auch eine Menge zu besprechen. Also beispielsweise die Frage, dass ich mir als digitalaffiner Mensch, und Sie sagten ja eben,
einige Begriffe, die eher in den Digitalbereich deuten. Also ich würde mir wünschen, dass ich in der Straßenbahn im WLAN surfen kann. Und am liebsten in der gesamten Stadt ein schönes WLAN-Netzwerk da ist, womit ich die Ratsprotokolle runterladen kann. Die sind nämlich im PDF-Format. Die sind 90 Megabyte manchmal groß. Und sobald ich eins von diesen Dingern angeklickt habe, ist mein Datentarif im Eimer. Und das war es dann mit meiner Partizipation. Sind wir uns einig. Wir brauchen ein freies WLAN stadtweit in allen Ortsteilen dieser Stadt. Dafür werde ich mich einsetzen. Wir sind hier in der glücklichen Lage. Wir haben jede Menge IT-Unternehmen. Wir haben den Global Player Telekom. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht hier in der Stadt realisiert bekämen. Dann gibt es natürlich noch im Gegenzug zu den Großunternehmen viele Initiativen. Also zum Beispiel die Freifunk-Initiative, die ja auch sozusagen auf Unterstützung nur wartet, und die würden dann auch quasi für viel weniger Geld unter Umständen Freifunkrouter verteilen, aufbauen, bräuchten aber natürlich auch Unterstützung, vielleicht auch finanzieller Art, von der Stadt. Ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Die Telekom-Hotspots, die sind 30 Minuten umsonst, danach muss ich sozusagen auch einen Telekom-Vertrag haben oder bezahlen. Da müsste man dann eben gucken, müsste man mit den lokalen Anbietern sprechen. Man muss natürlich auch das vergaberechtliche Vorschriften beachten an dem Punkt. Das heißt, wenn ich anfange, als Stadt zu zahlen oder auch Leistungen entgegenzunehmen, die weitere Leistungen dann nach sich ziehen, muss ich immer gucken, ob das vergaberechtlich okay ist. Aber wir müssen eben mit den Anbietern, müssen wir ins Gespräch kommen, um zu gucken, um dafür Sorge zu tragen, dass wir hier für die Menschen, die hier wohnen und für die Menschen, die uns besuchen, ein freies WLAN haben. Okay, also auch in Bussen und Bahnen? Auch in Bussen und Bahnen. Auch in der U-Bahn. Also ich kenne das in anderen Städten, in Schweden zum Beispiel, wenn man am Flughafen ankommt, hat man WLAN, man sitzt in dem Flughafenbus, hat WLAN, man kommt in der Stadt an, in jedem Café hat man WLAN. Und hier ist das eben nicht der Fall, und das stört mich schon manchmal sehr. Manche Cafés schon, ne? Also manche Cafés, die bieten das schon an, aber es ist kein Angebot der Stadt, sondern das ist dann ein individuelles Angebot der jeweiligen Einrichtung. Okay, wir sind vielleicht doch eher im Thema Digitales, und dann mache ich da mal einfach weiter statt Mobilität. Haben Sie einen Twitter-Account? Nein, habe ich nicht. Aus Gründen? Ich schaffe es einfach nicht, den aktuell zu halten, und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, weil wenn man twittert, dann muss man auch wirklich mehr oder weniger sofort reagieren können, und das kann ich im Moment einfach nicht leisten. Das heißt, die anderen Accounts pflegen Sie auch selbst, oder haben Sie da auch Leute, die Ihnen helfen? Das machen wir gemeinsam. Also es sind viele Sachen, die ich selber mache, sind aber auch Sachen, die ich selber einfach nicht mehr schaffe, und da werde ich dann unterstützt. Okay, wie stehen Sie generell so zum Thema Digitalisierung und Technik? Sehr offen. Also ich habe eben gerade gesagt, ich habe drei Jungs. Der Älteste ist 21, ein absoluter Apple-Freak. Der Zweite und der Dritte sind 17 und 14. Also wenn ich da mich nicht ein bisschen auskennen würde, dann wäre ich hoffnungslos verloren. Wie sieht es aus mit Start-up-Förderung in Bonn? Ist Bonn der richtige Ort dafür, oder haben Sie den Eindruck, das ist hier noch nicht so weit? Bonn ist der absolut richtige Ort, um Startups zu fördern, was wir aber im Moment noch zu wenig machen. Wir haben den Hightech-Gründerfonds hier in Bonn. Wir haben so tolle Köpfe wie Frank Thelen zum Beispiel hier, Jörg Haas, die mit Startups wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen sind. Wir haben lokale Startupper mit Truth Roots, und ich finde, wir müssen Wissenschaft und Wirtschaft viel mehr miteinander vernetzen und müssen aber auch die Wissenschaftsinstitutionen, also die Bonner Universität mit der FH zum Beispiel in St. Augustin besser miteinander vernetzen, um da eben mehr Startups zu ermöglichen und als Stadt die Plattform bieten, dass jeder, der ein Startup gründen will, auch bei der Stadt Bonn eine Plattform hat, wo er dann hinverwiesen wird, wie geholfen werden kann, und da eben die Wirtschaft, die IHK und die Wissenschaft in ein Boot nehmen und damit möglichst schnell anfangen. Ich sehe schon ein, ich muss nachher die CDU wählen, ohne dass ich es will. Sowas. Ja, es tut mir leid für Sie. Bonn wird Zukunftsstadt. Bonn wird Zukunftsstadt 2020. Ja, bei den Digitalthemen ist es wirklich schwierig. Also ja, ist auch ein anderes Thema. Zukunftsstadt 2020. Ja. Haben Sie da Ideen? Was bedeutet das für Sie sozusagen? Oder auch Smart City? Also was bedeutet das?
Also ich bin ja jetzt in den letzten 20 Jahren, habe ich ja schon gesagt, Kommunalverwaltung tätig. Ich bin in den letzten Jahren auch für IT und Organisation zuständig gewesen. Von daher bin ich ein bisschen in den Themen drin. War vollkommen fasziniert von der T-City Friedrichshafen. Habe mir da die Abschlusspräsentation angeguckt und finde toll, was da alles gemacht worden ist mit digitaler Unterstützung und finde, dass da andere sehr, sehr viel von lernen können. Bin auch ein bisschen drin in dem Prozess Kommune 2.0, der auch in die Richtung geht. Und ich finde, wir müssen uns da neu aufstellen, aber wir müssen auch Ziele definieren. Und das hat ja weniger was mit Smart City zu tun, sondern also Perspektive für 2020. Ich möchte, dass wir erstens 2020 natürlich Beethovens Geburtstag hier so feiern, dass es richtig kracht. Und zwar so kracht, dass man es in der ganzen Welt mitbekommt, weil ich finde, wir müssen uns international besser aufstellen. Wir sind ein hervorragender Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Wir sind Beethovenstadt und wir sind jetzt schon international, dadurch, dass wir die Vereinten Nationen hier haben. Und ich finde, das sind die Pfunde, mit denen wir weiter wuchern müssen und die wir ganz nach vorne bringen sollten. Deswegen auch mein Ziel, Bonn bis 2020, 2025 wieder so bekannt zu machen, dass jeder weiß, was ihn in Bonn erwartet, nämlich Internationalität, Weltoffenheit, Wirtschaft, Kultur und Sport. Okay, dann kommen wir jetzt doch mal zur Mobilität. Also Straßen sind ein Problem, würde ich sagen. Bonn möchte auch 2020 Fahrradhauptstadt werden. Das wäre jetzt ein schöner Anknüpfungspunkt gewesen, den ich verpasst habe. Soll es mehr Platz für Autos, Fahrräder oder welche Verkehrsformen auch immer jetzt noch kommen werden in den Zukunftsstädten? Also wie sieht Mobilität in Bonn aus? Wie würden Sie die gestalten? Also wenn wir über Mobilität reden, dann müssen wir auch über die Mobilitätsstrategie reden, die uns überrollen wird. Wir wissen, es sind jetzt schon fahrerlose Fahrzeuge im Einsatz, im Probeeinsatz. Es wird damit gerechnet, dass in 5 Jahren in den Südstaaten der USA fahrerlose Fahrzeuge in den Echtbetrieb gehen und in 10 Jahren auf unseren Autobahnen in den Echtbetrieb gehen. Das heißt, bei den ganzen Mobilitätsüberlegungen, die wir jetzt anstellen, müssen wir die weitere Entwicklung, einerseits was E-Mobilität anbelangt und andererseits was die Mobilität eben ohne Fahrer anbelangt, in die Überlegungen mit einbeziehen. Das vorausgeschickt bin ich der Meinung, dass wir in allen drei Feldern, also ÖPNV, Fahrrad und Individual-Pkw-Verkehr, uns neue Strategien überlegen müssen. Beim ÖPNV meine ich, dass wir uns gründlich überlegen sollten, ob wir in der Region hier noch drei Verkehrsträger brauchen oder ob wir das nicht neu organisieren müssen. Wir haben Welche Verkehrsträger sind das? in der Stadt die Stadtwerke Bonn als öffentlichen Personennahverkehrsträger, im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis die RSVG, also Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft, und im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis die Re Regionalverkehr Köln. Dadurch, dass wir die haben, ist es schwierig, sozusagen interregional den ÖPNV einzusetzen. Hier muss man meines Erachtens zu neuen Kooperationen kommen, zum Wohle derjenigen, die den ÖPNV benutzen. Und wir müssen auch über neue Verkehrswege im ÖPNV nachdenken, also nicht neue Trassen, sondern neue Schienen oder beziehungsweise Bahnführung. Meines Erachtens muss die Bahn, die aus Rheinbach und Meckenheim kommt, also von Rheinbach über Meckenheim in die Bonner Stadt kommt, die darf nicht am Hauptbahnhof halten, sondern die muss weiterfahren bis nach Mehlem. Damit die Menschen, die eben im Regierungsviertel arbeiten oder auch in Bad Godesberg arbeiten, einen Anreiz haben, sich in Rheinbach in den Zug zu setzen oder in Meckenheim in den Zug zu setzen und mit der Bahn hier reinzufahren. Wir müssen aber auch zum Beispiel darüber nachdenken, ob wir einen Ringverkehr über die Kennedy-Brücke und die Südbrücke machen. Die Gleisanlagen liegen weitestgehend, also da muss nicht so viel neu gelegt werden. Und auch das wäre eine sinnvolle Ergänzung unseres ÖPNVs. Wenn dann nämlich eine Bahn im Uhrzeigersinn und die andere Bahn gegen den Uhrzeigersinn fährt, habe ich im Prinzip von allen Stellen im Stadtgebiet im Bereich Kennedy-Brücke, Südbrücke die Möglichkeit, auf die andere Rheinseite zu kommen, und zwar auf dem kürzesten Weg. Wir müssen dann darüber nachdenken, wie wir die Fahrradsituation verbessern und da ganz besonders gucken auf die Universitätsstandorte.
Wir müssen die Universitätsstandorte, die wir haben, besser miteinander auf Fahrradwegen verbinden, weil die ÖPNV-Verbindung zum Beispiel zwischen Campus Bonn und Campus Endenich nicht so toll ist und auch zum Campus Poppelsdorf. Ich meine, da könnte man zu Fuß gehen. Aber wenn es da schöne Fahrradwege gäbe, auch nach Endenich, Poppelsdorf, das wäre schon ein Vorteil. Und auch zwischen den verschiedenen Stadtbezirken sollte man über bessere Fahrradverbindungen nachdenken. Zum Schluss der Individualverkehr. Mir bleiben keine Fragen mehr, ne? Ja, dann aber einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Zum Schluss der Individualverkehr, auch da müssen wir was dran tun. Sie haben den Zustand der Straßen angesprochen. Wir müssen insgesamt weg von der Flickschusterei. Wir müssen meines Erachtens schon uns da anders aufstellen und gucken, welche Straßen sind im schlechtesten Zustand und da dann dran gehen, damit wir eben in den nächsten Jahren Ruhe haben, weil die Straße, die ich heute flicke, die muss ich spätestens übermorgen wieder flicken. Und wir müssen nach meinem Dafürhalten dafür Sorge tragen, dass insbesondere in Innenstadtnähe ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, damit die Leute eben in die Innenstadt kommen, und zwar egal, ob das mit Fahrrad ist oder mit ÖPNV oder mit dem eigenen Auto. Und ich finde es in dem Zusammenhang wirklich, ich kann es nicht verstehen, warum die Sanierung der Uni-Garage so lange dauert. Also ich frage mich da wirklich, was ist da schiefgelaufen? Jeder private Unternehmer hätte das Ding längst fertig, weil er damit Geld verdienen muss. Okay, noch einen letzten Punkt, den ich zum Thema Mobilität doch noch ergänzen kann, nachdem alle Fragen quasi beantwortet wurden gerade. Es gibt ein Treffen, das nennt sich Code for Bonn, und die arbeiten mit den offenen Daten der Stadt Bonn. Alles, was eben von der Stadtverwaltung bereitgestellt wird, versuchen die quasi Beispiele zu zeigen über Wasserqualität, über Stolpersteine, die in der Bonner Umgebung liegen. Und was da momentan fehlt, sind Echtzeitdaten der Stadtwerke oder der gesamten Busse und der Verkehrsunternehmen. Die gibt es, es gibt eine Datendrehscheibe, aber diese Daten bekommt man nur dann, wenn man einen Vertrag unterschreibt. Und dieser Vertrag hat solche Klauseln, dass man nicht einfach mal damit basteln kann. Und das wäre irgendwas, was ich gerne mal so mit auf den Weg geben würde, was ich jetzt noch nicht gehört hatte. Nehme ich gerne mit, würde mir das gerne mal angucken, was da für Vertragsklauseln drinstehen. Also ich bin immer für maximale Transparenz, also da, wo es rechtlich möglich ist, sich transparent aufzustellen, weil ich glaube nicht, dass wir im Bereich der Stadtwerke etwas zu verstecken haben, ne? Also es kann auch mal, das beziehe ich aber jetzt ausdrücklich nicht auf die Stadtwerke, ne? Es kann auch sein, dass mal was schief geht. Aber es läuft eben auch ganz, ganz viel richtig. Und wenn da mal was schief geht, dann kann man dazu auch stehen. Und vor dem Hintergrund, warum mit etwas verstecken? Ich glaube, momentan liegt da der Ball bei der VRS. Okay. Oder beim VRS. Dann das letzte Thema, wenn ich es richtig sehe. Da geht es um Veranstaltungen und Lärm in Bonn. Ne? Wir hätten sie fast vergessen, die geliebten Lärmmotzkis. Also es gibt so in meiner Sicht so einen Konflikt einerseits zwischen Hochkultur, die teuer ist, die prestigeträchtig ist. Andererseits fehlen oft Freiräume für Kultur, die vielleicht gar nicht so viel Geld kosten würde, für Alternativkultur, für Subkultur. Und diese stehen so ein bisschen im Konflikt, gerade unter einem, ne, okay. Würde ich gerne was zu sagen. Ja. Also, ich sehe das nicht so, dass das im Konflikt steht, weil wir einfach beides brauchen. Und ich finde es toll, also ich fand die Konzerte auf der Museumsmeile immer toll. Ich finde Kunstrasen toll. Und ich finde auch toll, dass wir es geschafft haben, ein Konzert für 25.000 Leute in der Rheinaue auf die Beine zu stellen, oder dass die Veranstalter das geschafft haben, das Grönemeyer-Konzert. Das war echt der Hammer, weil die Hotels waren ausgebucht. Die Lokale hier in der Innenstadt haben bis zu 40% mehr Umsatz gemacht als an einem vergleichbaren Samstag. Ich finde, solche Veranstaltungen brauchen wir noch mehr. Ich finde, die Rheinaue verträgt auch mehr. Und was ich besonders toll finde, ist, dass das alles so wunderbar geklappt hat, ne? Also das war ein reibungsloser Ablauf. Wir sind bundesweit mit diesem Konzert wahrgenommen worden, weil wir es geschafft haben, auf einer Freilichtbühne so etwas für 25.000 Leute hinzubekommen, oder die Veranstalter das geschafft haben. Also will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Und ich finde, wir brauchen solche Veranstaltungen häufiger in der Rheinau. Wir brauchen weiter den Kunstrasen, wir brauchen die Rockaue. Ich hätte auch gerne die Rheinkultur zurück. Ich finde, wir brauchen die Veranstaltungen, aber wir brauchen auch wieder Veranstaltungen in der Innenstadt. Deswegen, die Klangwelle muss wieder auf den Münsterplatz. Das ist mein Petitum. Und wie kriegt man das hin? Also erstens hat das Land ja jetzt signalisiert, beziehungsweise
wohl die Entscheidung gefasst, dass es mehr seltene Ereignisse geben darf als bisher, wo die Lärmwerte etwas höher sind. Zweitens muss man sich die Bebauungspläne in der Bonner Innenstadt angucken und gucken, ob man da nicht eventuell durch geringfügige Änderungen auch andere Veranstaltungen dann dort zulassen kann. Wir dürfen auch nicht sofort klein beigeben, wenn jemand kommt und sagt, das ist zu laut. Dann muss man, wenn wir der Meinung sind, es ist nicht zu laut, was da gerade läuft, dann muss man sich da auch mal auf einer Sachebene auseinandersetzen und sagen, nein, das ist nicht zu laut. Und es gegebenenfalls auch mal auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen. Oropax für alle? Nein, Oropax für alle bringt nichts. Oropax ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, wir müssen sehen, dass in unseren Innenstädten muss es lebendig sein. Und wer mit dieser Lebendigkeit nicht umgehen kann, den müssen wir auch ernst nehmen. Aber wir müssen ihn ernst nehmen im Rahmen der Vorschriften, die bestehen. Und wenn die Vorschriften eingehalten werden, dann muss man als Anwohner auch den subjektiv empfundenen Lärm aushalten, weil für die meisten Menschen ist es eben kein Lärm, sondern Genuss. Okay. Wie sieht's aus mit dem Festspielhaus? Also da hatte man den Eindruck, das war ein sehr riskantes Spiel. Also manche sagten, das ist überhaupt nicht riskant, da gab es einen Businessplan, das ist alles durchgerechnet. Andererseits musste die Stadt doch irgendwie gewisse Kosten tragen, damit die privaten Träger das überhaupt machen wollten. Jetzt im Nachgang eher Erleichterung oder eher Trauer oder wie sehen Sie das? Also Festspielhaus ist ja vom Tisch. Die Deutsche Post hat gesagt, wir machen das nicht mehr. Und ich glaube, es wäre ein Gewinn für Bonn gewesen, das Festspielhaus, weil erstens glaube ich, da will ich auch einfach wieder auf das Grönemeyer-Konzert zurückkommen. Ne? Also wir haben hier 25.000 Leute gehabt, die dann auch hier Geld ausgegeben haben. Das Festspielhaus, das fasst zwar keine 25.000 Leute, aber dadurch, dass das eben regelmäßig bespielt wird und ja nicht nur mit Hochkultur, also nicht nur mit klassischen Konzerten, sondern ich hätte mir da durchaus auch mal einen Elton John vorstellen können oder eine Barbara Streisand oder ähnliche Formate, die eben auch ein anderes Publikum anziehen. Ich glaube, dass wir über die Umwegrendite damit Geld verdient hätten und das, was die Stadt Bonn dazugegeben hätte, das wären ja die 4 Millionen Euro gewesen für die Baureifmachung des Grundstücks und eben die 10 Millionen Euro für die Betriebsstiftung. Das aber ja über 20 Jahre verteilt. Also das hätte ich jetzt, also ich glaube, dass das für die Stadt Bonn von Vorteil gewesen wäre, wenn das Festspielhaus gekommen ist, aber es ist müßig, darüber zu diskutieren, weil es kommt nicht. Also die Post hat gesagt, wir bauen es nicht und die Stadt Bonn kann es sich nicht leisten. Ja gut, das nächste Projekt kommt vielleicht, aber gibt es auch noch andere Aspekte außer finanziellen? Also Sie haben jetzt viele Argumente gebracht, dass es sozusagen wirtschaftlich vorteilhaft ist für die Stadt, solche kulturellen Sachen zu haben. Ja, das ist natürlich ein Leuchtturm. Wenn wir mit Beethoven international wahrgenommen werden wollen, dann müssen wir auch entsprechende Angebote haben. Und das hätten wir eben mit einem Festspielhaus gehabt. Das wäre ein architektonisches Highlight gewesen und es wäre eben für die Konzerte, auch für klassische Konzerte, eben ein toller Spielort gewesen. Also insofern hätten wir auch kulturell, wir hätten uns international einfach besser aufstellen können, neben den wirtschaftlichen Aspekten. Jo, ich würde sagen, dann kommt die letzte Frage und die gibt Ihnen nochmal Gelegenheit, das Thema, was Ihnen am wichtigsten ist, sozusagen zu transportieren. Also was ist das Anliegen, was Ihnen sozusagen am meisten am Herzen liegt für Bonn und um Oberbürgermeister zu werden? Ja, also das Anliegen, was mir am meisten am Herzen liegt, ist, dass es mit Bonn weitergehen muss. Wir haben in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viele Entscheidungen bekommen und umgesetzt und ich finde, das brauchen wir. Wir brauchen jetzt, wir müssen jetzt Entscheidungen herbeiführen für Bonn. Wir müssen uns ein Ziel setzen, wir müssen Entscheidungen herbeiführen, wir müssen uns regional besser aufstellen. Und ich glaube, dass man das am besten kann, wenn man die kommunale Erfahrung mitbringt und eine Mehrheit im Stadtrat hat. Und das unterscheidet mich von meinen beiden Mitbewerbern, von den der größeren Parteien, dass ich eben erstens Jurist bin, zweitens die letzten 20 Jahre ohne Unterbrechung in der Kommunalverwaltung tätig war und das von Anfang an in Führungspositionen. Und für den Fall, dass ich gewählt werde, ich mit einer Koalition zusammenarbeiten kann, die eben dann schon mal eine Mehrheit im Stadtrat hat, sodass es weitergehen kann und wir nicht wieder in einen Stillstand verfallen. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück bei der Wahl. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.